Hallo und willkommen auf meinem Kanal Altermann spielt. Wir können sofort eine... Was haben wir denn erforscht? Zusätzliche Frieden. Ach genau, wir haben die zusätzliche Friedenheit. Alle Stufe 1 besser. Pikiniere 5 Jahre. Wir sollten das nehmen. Und dann haben wir unsere Generälin. Zeit ist krank. Ist verstorben. Und, okay. Wahrsager warnen euch davor. Ich werde bald sterben. Okay. Damit müssen wir leben. Ein Handwerker. Du. Ein Weiler hier hinbauen? Er erweitert die Grenze nach da. Der will mir aber da 20 Gold bringen. Wenn ich hier einen Weiler baue. Weiler. Bringt er mir da 20 Gold? Warum sollte ich ihn da bauen? Könnte ich noch eine Mühle bauen und Bergwerke. Hiermit breite ich die Grenze weiter aus. Ich baue hier den Weiler. Und haben wir irgendwie Krieg oder so? Nein, haben wir nicht, ne? Wir stehen alle mit denen gut. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Unser Botschafter kann was machen. Ups, da war die falsche Taste. Tribut fordern. Nee, noch nicht. Eine Handelsmission machen wir mit... Assyrien. Und dann haben wir hier ein Schiff. Entschuldigung, Moment, du bist... Ach genau, bist auf dem Weg hierhin. So. Ja, du kannst... Fördern, nein. Die Reme. Dann haben wir noch ein Schiff. Du. Du bist geheilt. Wir brauchen wieder hier... Verankern. So, du bist... Ja, du kannst da sogar reinfahren. Da fährst du mal da rein. Und du wirst pausieren. Und hier haben wir einen Philosoph-Lehrling abgeschlossen in Miletus. Miletus, was bauen wir denn da? Wir sollten vielleicht erstmal erweitern. Arztlehrling. Ja, das wäre gut. Kriegen wir schneller Spezialisten, können wir Spezialisten schneller ausbilden. Schließen. Evinus. Was machen wir denn hier mal? Wir haben ja noch einen Siedler, ne? Hier ist rumstehen. Ja. Wir werden uns auf jeden Fall mit den Sküten anlegen. Wir werden das hier erobern. Definitiv.
Und dann werden wir hier noch einen Siedler bauen. Und du bleibst in Bereitschaft, du bleibst auch im Moment heilen. Heilen. Und das Jahr beenden. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Sup, sup, sup. Ich glaube, diese Passagen sollte ich vielleicht rausschneiden. Nordflotte fühlt sich krank, okay. Noch einer krank, Stadtteil auch krank. Erfolgreich Stadtteil für euch invertiert. Okay. Ich mache mal okay. Das ist eigentlich interessant. Der König Odia, Erzherziger, ist gestorben. Mit 37 besteige ich den Thron. Nehmen wir die Spende. Wir nehmen das. Wir haben erstmal noch genug Geld. In der Woche der Krönung informiert euch ein sehr über ein mysteriöses Omen. Eine tote Schlange in der Nähe des Palastes und drei lebende Schlangenbabys in Nestern in der Nähe. Das Omen hat ihn sehr beunruhigt. Es bedeutet als Zeichen, dass ihr Tyrannie in einen der Familiensitze abhalten müsst. Okay. Wagenrennen im Peler veranstalten. Makentesoniki. Kostet mich Nahrung. Und das kostet mich Eisen. Welche Familie? Akamoin, die könnten das gebrauchen. 241, 336. Bin ja eigentlich sehr hoch, aber. Es kommt noch dazu, jetzt bin ich ja in der Familie, ne? Die muss ich auf jeden Fall gut stellen. Kriegerfamilie. 40 Ansehen, 20 Jahre lang, ja. 300 Pela. Thessaloniki kriegt 300 oder Lindos kriegt 300. Ich glaube, ich gucke mal in den Städten nach. Pesa, Thessaloniki, okay, den kann ich doch. Ach, den kann ich hier sehen, ja. Tela hat Zufriedenheit. Kultur muss ich gucken. Ist schon legendär. 2800, 400 dazu wäre nicht schlecht. Thessaloniki hat. Oh, muss 10.000 erreichen. Pela 5000. Ja, nee, glaube ich nicht. Lindos hat 1600. Dann würde ich bei 2000 landen. Und Pela hat. Da würde ich bei 3. Also, ich glaube, ich nehme Pela. Ja, 4050 Kohle. Ja, machen wir trotzdem. Ein Mitglied des Hofes, statt der Männer Wissenschaftler, sorgt für Aufregung, indem er alle seine Rede mit Aufruf beendet. Asyl vom Erdboden zu tilgen, da die rivalisierende Nation eine Gefahr für uns darstellt. Nein, ich stehe mit denen gut. Wo sind sie denn? Ne, da muss ich gucken. Nein, das machen wir nicht. Oh. Babylon ist nicht mehr so gut mit uns zu sprechen. Warum? Zum Glück haben wir die Schuld gemacht. 40 Schuld. Hm.
Papa. Okay, aber wir sind jetzt hierbei. Buh. Diesen Heilsporn öffentlich denunzieren. Ja, wir machen das. Wir tun es ja. Wir tun alles. Nein. Neue Statthalterin, Peter. Natürlich bin ich das selber. Also sie ist das. Da müssen wir mit leben. Und diese Erfahrung sammeln. Oh. Euer Onkel ist am Verstorben. Mein Spionagemeister. Ansehen bei Familien. Ja, das wollen wir nicht minus. Ansehen bei der Familie plus 10. 0,2 pro Stadt. 0,8. Ja. Den bringen wir einfach nur 3. Ansehen bei Familie. 10 Punkte. Ich glaube, ich nehme sie. Hofgelehrter. Pferdeliebhaber. Sparsam. Ne, wir nehmen sparsam. Und dann haben wir einen Handwerker. Du. Moment, das Theater. Können wir ja nur eins bauen, ne? Pro Stadt. Bauen wir das hier hin? Was haben wir denn daneben stehen? Da steht die. Was ist denn jetzt? Irgendwas. Schießstand. Da haben wir ein Steinbruch. Da haben wir die Kaserne. Akademie, Bibliothek, Zitadelle, Feste, Garnison. Komm, wir bauen hier das Theater hin. Okay, du blinkst. Spionagenetzwerk aufwecken mit dem Pela. Du gehst hier hin und bleibst hier erstmal stehen. Peter, mein Steinhauer ist abgeschlossen. Wir bauen noch ein Schiff hier. Oder? Holzfäller. Meisterschreiber. Ja. Den Lindos machen wir. Wo war das denn? Da. Meisterarzt. Machen wir weiter. Und du gehst wieder auf Heilen. Und haben wir nichts mehr zu tun, ne? Ich habe noch 25 Befehle. Moment. Warum heilst du nicht? Nächste Runde gehst du hier runter. Brauche ich zwei Schiffe. Okay, wir beenden das hier. Hallo?
Okay. Karthago König ist gestorben. Euer Onkel ist schwer krank. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Ich glaube, das steht hier aber sowieso dasselbe. Familie brachte Geschenk. Ah, das hat geklappt. 40 Ansehen. Konvertiert. Ja, wunderbar. Und hier haben wir Rechtswissenschaft entdeckt. Kostenloser Hofminister. Den nehmen wir doch mit, oder? Den nehmen wir. Moment. Aus dem Ausland kommt die Nachricht, dass Herrscher der Nation König Amerika, beliebte Karthago, tot ist. Er wurde von einem verärgerten Berater getötet. König Kudumus, der Neue von Karthago, regiert jetzt Karthago. Er wurde vom Adel als König gewählt und soll der Nachfolger Aramelik, das Volk und den Senat Karthagos in ein Zeitalter führen. Okay, interessant. Eine neue Macht erhebt sich. König Naike der Neue. Euch ist aufgefallen, dass einige bestimmte Mitglieder der Familie Ageda, die euch gegenüber einst freundlich gesinnt waren, euch in letzter Zeit die kalte Schulter zeigen. Eines Tages nach ihren Ratsversammlung, als ihr gerade dabei seid, eine Interaktion mit Agenten aufzulisten, um mögliche Gründe für ihre Unzufriedenheit aufzudecken, tritt Herzogin Mythia Feldlieberin an euch heran. Meine Königin, diese Angelegenheit ist mit ihr irgendwie peinlich. Myrtil legt einen Finger auf die Lippen und blickt nach oben, während sie über eine weitere Vorgehensweise nachdenkt. Wisst ihr, die Agenten haben eine besondere Vorliebe für Farbstoffe und werden von Tag zu Tag ungeduldiger. Sie berichten von einer nahegelegenen Küste mit Muscheln, die besonders kräftige Farbstoffe liefern. Ich war so frei und habe den genauen Stand auf der Karte markiert. Deckt ihr mir von zwei Feldern Karte auf. Gut, wir werden mal sehen. Ungut, die Familie. Eine vorrangige Prioritäten. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt, die Agenten? Sind dazu eingeladen, auf meinen persönlichen Vorrat zuzugreifen. Eine neue vorrangige Priorität. Jetzt weiß ich nicht genau, was was ist. Ich glaube, das ist besser. Wir nehmen das. Schmiedemeisterin Xanfiebe wartet wie immer bewegungslos in den Schatten, was euch ein Schauer über den Rücken jagt. Sie kann es nicht lassen, Intrigen zu spinnen und unterbreitet euch wieder einmal einen Plan. Sie will einen Spionagewerk aufbauen, um den Einfluss von Griechenland auszuweiten. Das hört sich gut an. Für Saison warnt Xantippe euch, dass sie kürzlich auf ein Fest drei Spione erwischt hat, die versuchten, euren Hof in Pela zu beeinflussen. Mit eigenen Spionen können wir sicher sein, dass wir auf alles vorbereitet sind und hätte möglicherweise unsere Feinde zu unterminieren. Werdet ihr ihr in den Schatten treten? Mit so sechs Spione kontrollieren. Ich werde mich nicht in solchen Taktiken herablassen. Jetzt die Frage, wie kann ich sechs Spione kontrollieren? Wie kriege ich sechs Spione? Wir machen's. König Alinka hat eine neue Ambition übernommen. Sechs Spione kontrollieren. Tekas hat er erreicht und zieht sich mit der Flotte zurück. Okay, nein, machen wir nicht. Das werden wir nicht erreichen. Naja, wie soll man das machen? Und oh, Statthalter von Lindus brauchen wir. Das machen wir zuerst. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das auch nicht, aber wir nehmen sie. Das kann ich lang verkraften. So, dann haben wir hier noch
Was kannst du denn machen? Eine Familie beschenken. Oh. Erst die und dann die andere Familie. Ein Handwerker. Was hast du da gebaut? Ein Hafen. Nein, geh mal zurück. Da ist der Handwerker. So, wir könnten Schrein bauen, Palast bauen. Bauen wir einen Palast? Ne, Moment mal kurz. Wenn ich hier eine Mühle baue. Es lohnt sich, glaube ich, die Mühle. Wie bauen wir? Vielleicht kriege ich da mehr Salz. Ich weiß es nicht. So, Moment. Du fährst hier hin. Arztlehrling abgeschlossen. Dann machen wir gleich weiter mit dem. Oder benötige ich irgendwas anderes hier? Was ist das denn? Akolyten? Nein. Warte mal kurz. Holzfäller. Abwarten, abwarten. Wir machen erst einen Arztlehrling. Oh, was habe ich hier? Was bist du denn? Da will ich wissen. Meisterphilosophie. Wissenschaft. Aber da kriege ich drei. Ne, warte mal. So, wir machen erst hier Wissenschaft fertig. Da muss ich mal drauf achten. Und dann haben wir noch einen Handwerker, der was zu tun hat. Was habe ich denn hier gebaut? Ach ja, hier habe ich doch den Schrein des Hades gebaut. In die, so schön in die, ja, links rein. Das passt davor gut hin. Soll ich hier noch einen Hafen bauen? Ne, da kann ich keinen Hafen bauen. Hier könnte ich einen Hafen bauen. Hier könnte ich auch einen Hafen bauen. Das bringt mir auch was. Mache ich auch. So, du bist. Du fährst hier runter. Ladung, Reichweite verankern. Wunderbar. Wie weit ist denn die Reichweite eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir fahren mal hier hin. Wenn ich jetzt verankere, komme ich gerade so eben, ne? Müssen wir nächste Runde mal gucken. So, hier habe ich auch kein Schiff. Bist du verankert? Du bist verankert, gut. Ich komme darüber. Du wirst geheilt. Und dann können wir schon wieder das Jahr beenden. Ach ja, ich wollte doch. Was kriege ich dafür? Für überbliebene Befehle. Okay, Gemahl der Herzogin.
krank, hat bei Versuch gescheitert, die Spionnetzwerke aufzudecken. Wunderbar. Und der Botschafter hatte Mission Handelsnetzwerk. Wunderbar. Seiten freien Handelsverkehr profitieren. Oh, wir sollten beiden Seiten am freien Handelsverkehr profitieren. Holz, Befehle möchte ich nicht. Wissenschaft finde ich gut. Oh, Stadtkapital. Nee, wir nehmen Wissenschaft. Oh, Meister, die man hat geschlossen. Begabung statt wunderbar. Nein, wir nehmen hier. Und wir haben hier einen Siedler. Die Sküten sind hier hinten. Wir gehen schon mal hier hin, in den Wald. Da bleiben wir erstmal. Oh. Du sollst hier ein Sägewerk bauen. 11,5, ja. Hier werden Sägewerke gebaut. Es lohnt sich. Und dann haben wir noch einen Handwerker, der was zu tun hat. Hier habe ich einen Hafen, da noch einen Hafen hinsetzen. Das wäre doch eine Idee. Könnte ich zwei Schiffe hier hinlegen. Ich brauche mehr Schiffe. Definitiv. Hafen. Drei Städte haben was zu tun. Du hast einen Fischer abgeschlossen. Gehen wir wieder zurück, wieder falsche Taste. Und da wird ein Hafen gebaut. Hier habe ich einen Fischer. Du hast drei Bürger. Ne, wir machen noch einen Fischer. Ja, machen wir. Schließen. Wunderbar. Edimonos. Was habe ich hier fertig gemacht? Ach ja, ich habe den Siedler abgeschlossen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Eisen und Stein. Wenn wir brauchen. Aber das ist nicht, das ist Nahrungsbereich. Die Stadt bringt Nahrung. Ist nicht zu übersehen. Überall Bauernhöfe. Ich sollte hier noch einen Kornspeicher hinsetzen. Kann ich nur drei Bauernhöfe bauen. Das wäre vielleicht vorteilhaft. Die Stadt ist absolut für Nahrung zuständig. Ja. Wir bauen hier einen Bauer. Schließen. Thessaloniki. Offiziersälter abgeschlossen. Was bekomme ich hier? Perlen als Luxusgut. Bekomme ich hier? Oh. Ist das ein Sägewerk? Ja, da habe ich ein Sägewerk. Drei Bürger habe ich. Was ist das? Krämer. Bringt mir Geld. Nicht schlecht. Und kann ich ja immer ausbauen, ne? Brauche ich nicht unbedingt. Wir brauchen Wissenschaft. Habe ich hier unten nicht. Moment mal kurz. Er bringt mir Stadtkapital. Und du Philosophenältesten. Genau, wir nehmen dich.
Schreiber, der bringt mir Witten links, aber bringt mir auch zwei vier Stadtgebiete pro Jahr. Und Stadtgötter werden hierher brauchen wir die. Und du wirst als nächstes gemacht. Habe ich auch wieder einen Bürger weniger. Und schreiblich habe ich noch ein. Was ist denn das hier? Gerichtsgebäude. Ministerium. Da ist die Universität. Hier ist die Akademie. Die bringt mir auch Wissenschaft. Als nächstes. Die kann ich. Oh, ich habe noch einen Bürger über. Das ist auch Bibliothek. Dann machen wir das mal so durchgehend weg. Brauch 3, 6. 3, 6. 8. 9 Jahre. Dann habe ich schon wieder einen neuen Bürger. Das ist schon in Ordnung. Schließen. Dann ist das erstmal in Arbeit. Und dann haben wir hier ein Schiff, das befördert werden kann. Und Spuren lesen. Kräuterkundig. Machen wir mal. Und du bleibst hier stehen. Hä? Ach du. Moment mal kurz, habe ich hier nicht noch ein Schiff gehabt? Moment, ich habe hier ein Schiff, zwei Schiffe. Stehen die am Hafen? Ah, da sieht man wieder so gut. Da ist ein Hafen, definitiv. Ich meine, hier ist auch ein Hafen. Nee, da ist kein Hafen. Habe ich hier überhaupt einen Handwerker? Nee. Ich muss hier mal einen Handwerker hin. Oh Moment, du bist nicht im Hafen. Du bist im Hafen. Aber wenn ich dich veranker im Hafen und dich, oh Moment, Sekunde, bevor ich dich losschicke. Warte mal kurz. Vergessen was. Moment, Sekunde, wir müssen mal hier gucken erstmal. Du kannst das als Probe. Reicht. Wunderbar. So. Du bleibst hier als Wache. Mal gucken, ob der trotzdem Dings macht. Punkte kriegt. So. Karthago hat hier ganz schön viele Schiffe. Das gefällt mir ja gar nicht. Warum bin ich jetzt plötzlich hier hingekommen? Ich brauche noch Schiffe. Definitiv. Da baue ich eine. Ich bin noch nicht dran. Unter Verdacht. Okay. Neues Runde, neues Glück. Also der Zustand hat sich drastisch verschlechtert. Unterricht, um ihn zu halten. Ah. Ist verstorben. Verstorben, verstorben. Okay. So, Dorme. Würde mich 260 Stadtkapital kosten. Befehle kann ich nicht nehmen. Und Staatsreligion. Hier habe ich keine Staatsreligion. Okay.
Wer ist unter Verdacht? Während eines kürzlich erfolgten Besuchs benimmt sich Ushambay in eurer Gegenwart seltsam. Sie stellt viele bohrende Fragen und dreht sich ständig um. Um ihr Otage etwas zuzuflüstern. Angesichts steigenden Spannung sind wir besorgt, dass Bobrion einen Überraschungsangriff planen könnte. Oder sehen wir einfach nur Gespenster? Babylon hat plus 50. Okay. Wir könnten trotzdem angreifen. Zwei Nationen Frieden können einander nicht angreifen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sie sich gegenseitig den Krieg erklären. Sie können Telenum betreten und dort heilen. Krieg zu rüsten. Wir werden mit größter Vorsicht und Offenheit vorgehen. Schon. Vergeht schon, Prinz. Okay. Materisch strikt nimmt. Warte mal kurz. Steht gar nichts von dir. Dann nehmen wir militärische Strategien. Spannungen zwischen Juden und griechischen Glauben haben sich mehrfach gewaltsam entladen. Wir sollten Wachen einsetzen, um die öffentliche Sicherheit in Ordnung gewährleisten. Beide Gruppen sind gefährlich. Einer von beiden hat jedoch den Konflikt an. Auf wen sollen wir uns Bemühungen konzentrieren? Jetzt muss ich erstmal gucken. Du bist hast einen griechischen Glauben. Häuser und Tempel, die Judentum zu schützen, wichtige Orte und Wohnviertel der Tum schützen. Der Hof wird in diesem Konflikt keine Partei ergreifen. Ein Rebell bekomme ich dadurch. Interessant. In Lindos. Und kriegt ein Disziplin. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Der Staat sollte sich nicht in Glaubensangelegenheiten einmischen. Na gut, wenn Rebellen auftreten, dann müssen sie was tun, aber so nicht. Schwester Kanzlerin, Weisheit, alle Spitze 0,4 Personen. Global plus 12. Nicht gut gebrauchen. Ne, ich nehme Charisma. Ich kann den Kanzler, glaube ich, auch gebrauchen. So, was macht denn der Handwerker, der Arbeiter? Ich bin nicht bei Ziff 6. Der Arbeiter. Gute Frage. Hier könnte ich noch einen Schießbrenner laden. Hier habe ich eine Mühle. Sollte ich doch hier einen Stein. Genau. Geh mal weg da. Wie sieht's aus mit einer Mine? Die bringt mir 14 Eisen. Und ein Steinbruch würde mir 15,5 bringen. Warum mache ich das? Steht doch da. Ist egal, was ich zuerst mache. Da habe ich einen Steinbruch. Steinbruch. Wir nehmen den Steinbruch. Wunderbar. So, du baust. Moment. Kaltbadhaus. Hier einen Hafen? Warum nicht? Wir bauen erstmal hier den Hafen. Da können wir noch einbauen, da können wir noch einbauen. Oder wir machen hier Fische. Wir machen erst Fische. Letzte Mal gesagt. Okay. Befördern. Womit? Feuerschiff? Nee, Fokus. Wir nehmen Fokus. Und Dorm abgeschlossen.
Wir bauen hier gleich noch eine. Ne, den Turm bauen wir. Nee, Moment mal, Schatzkammer. Forum, Archiv. Fest bringt mir 60. Olympiade. Rat. Hier gibt es nichts, was mir Kultur bringt, ne? Mächtig. 158,2. Noch einiges vor. Arztlearning. Moment mal kurz. Wir könnten. Wo haben wir denn? Meisterphilosoph, ja. Und danach machen wir den. Krämerlehrling. Und da haben wir Philosophenlehrling. Das ist die Bibliothek. Das war die Akademie. Habe ich hier keine Universität? Weiß ich nicht. Wir bauen dann hier. So. Das dauert 3 Jahre. 13 Jahre brauche ich, um 9 Bürger zu kriegen. Wow. Ja, dann kann ich hier erstmal aufrüsten oder was anderes machen. Oh, und wir haben hier ein Schiff. Das hier hinsegelt. So, und habe einen Peler. Peter war 0 Bürger. Interessant. In 3 Jahren gibt es den 9. Meisterschreiber habe ich gemacht. Turm. Wir bauen den Turm. Oh. Wäre der nächste Mal fertig. Ja, machen wir. Schließen. Ja, beenden. Und wir machen jetzt hier auch einen Cut, würde ich sagen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.